Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Franbo. Hier in einer neuen Aufnahme, das heißt, es wird wieder spaßig, sagt auch das Kätzchen, das sich gerade wieder leckt. Gut, wir gucken mal unser Rätsel nochmal an, was wir da haben, das war ja einiges. Ich bin kalt, so kalt, aber benutzt du mich, brenne ich lichterloh. Das haben wir vermutet, könnte ein Streichholz sein. Hell wie die Sonne, doch verbrenne ich dich nie. Vielleicht wirst du sauer lächeln. Das könnte eine Zitrone sein von unserem Freund, der, was war nochmal für ein Vieh? Ein Grashüpfer. Fließe, fließe, kaltblütiger Sohn. Lass deinen Körper durch die steigende Strömung tanzen. Ein Fisch. Und leicht und hohl bin ich in die Freiheit der, bin ich die Freiheit der Vögel und der Stift der Menschen. Das könnte eine Feder sein. Wo wir die finden? Ich weiß es genauso wenig wie ihr. Wir gehen mal suchen. Wir bleiben mal im Winter. Hier ist ja jetzt nun mal niemand. Hier war ja der Typ mit den Zitronen. Oh. Oh. Palantras? Entschuldigung? Hui. Warte, nicht gehen. Oh nein, er sah echt schlimm aus, Kätzchen. War das nicht der Doktor? Achso. War das nicht der Doktor, Mann? Vielleicht kann er sich selbst heilen. Ich hoffe es. Er war so verletzt, dass er seine Feder verlor. Was wohl passiert ist? Das frage ich mich auch, aber wir haben eine Feder. Oh, das ist Palantras Feder. Ich hoffe, ihm geht es bald wieder gut. Ja, das hoffe ich auch, der Arme. Oh Gott, wie ein Hain. Da ist Blut dran. Oh. Okay, damit hätten wir schon zwei Sachen, ne? Die Feder und die Streichhölzer. Wenn es denn die Streichhölzer sind. Okay. Gehen wir mal hier gucken nochmal. Huh, mit Schnee und Eis bedeckt. Damit kann ich nicht segeln. Kannst du denn segeln, wenn Frühling ist? Wir bleiben erstmal im Winter. Wir gucken uns mal um. Oder? Gehen wir mal. Können wir ihn ja umstellen. Ach so, und dann ist er da. Eine Angel. Sie ist scheinbar kaputt. Oh nein. Warum? Da fehlt ein Haken und die Angelschnur ist zu kurz. Oh nein. Das wäre zu einfach, ne? Oh, Schaukätzchen. Komm ins Boot. Wir machen einen Ausflug. Ja, warum nicht? Die Katze sieht auch begeistert aus. Wen? Okay. Nein, da waren wir vorher schon. Ich habe die Brücke repariert, um deine Tasche zu holen. Wow, Kätzchen, du bist sehr klug. Ich hoffe, wir finden meine Sachen. Cool. Kätzchen, ich kann meine Tabletten nicht finden. Vielleicht sind die Tabletten nicht hier. Vielleicht hast du sie verloren. Naja. Die hat mir sowieso nicht geholfen. Vielleicht tauchen sie eines Tages wieder auf. Gehen wir jetzt weiter. Ich habe meine Klamotten gefunden. Kommt zu eurem einzigen Träger. Das ist gut. Und wie kann ich die benutzen? Nö, jetzt erstmal nicht. Okay. Gut, ansonsten, hier geht es nicht mehr weiter, ne? Angucken können wir uns auch nichts. Mit Kätzchen können wir. Hier haben wir noch was. Das kann ich nicht tun. Was denn? Oh, das muss das Schloss sein. Von hier aus sieht es aus wie eine Ananas. Ich frage mich, ob es auch so schmeckt. Okay. Gut, dann haben wir schon mal unsere Sachen gefunden. Das ist sehr schön. Haben wir das ja schon mal erledigt. Können wir hier irgendwas gucken? Hui, hui. Kann ich hier die Jahreszeiten umstellen? Okay. Gut, aber sonst nichts. Okay. Gut, dann haben wir hier schon mal das gemacht. Das ist gut. Dann gehen wir mal Bildchen für Bildchen durch, ne? Kommen wir hier vorne rein. Hup!
Okay, mit denen können wir aber auch nicht reden. Okay, wir gehen mal zum Zitronenmann. Zitronen gibt es ja im Sommer, ne? Kann ich eine deiner Zitronen haben? Wie habe ich den nochmal gesprochen? Tut mir leid, Liebes. Die Zitronenvorräte sind beschränkt. Ich kann dir keine geben. Ich nehme so viele Zitronen, wie in den Korb passen. Das bedeutet alle Zitronen vom Baum. Na, ist ja toll. Tschüss. Du Geizhals. Wir gehen ihm mal hinterher. Guten Tag, junge Dame. Kannst du mir bitte dein Ticket zeigen? Hallo? Ich habe kein Ticket. Wie bekomme ich eins? Was? Jeder Bürger Iterstas bekommt ein Ticket. Warum hast du deins nicht? Oh, ich bin kein Bürger. Vielleicht liegt es daran. Kein Bürger? Das ist etwas Neues. Zu neu. Tut mir leid. Ich kann dich nicht hineinlassen. Alles klar, verstanden. Aber was kann ich denn dann tun? Ich möchte so gerne hinein. Ich weiß nicht. Das ist noch nie passiert. Ich denke, ich muss meinen Weg hineinfinden. Danke, tschüss. Was ist das hier? Das ist neu. Oh, die Blume ist wunderschön, so anders als die anderen. Autsch, sie hat Dornen. Das nenne ich mutig. Ich bräuchte auch Dornen, um den bösen Monstern weh zu tun. Können wir die Blume mitnehmen? Oh, tatsächlich. Die rote Blume, die warme Liebe. Oh. Eine rote Blume, sie riecht komisch. Ja, was sollen wir denn mit der Blume? Ansonsten ist hier erstmal nichts, ne? Der Winter ist ja gar nicht da. Ja, was machen wir denn mit den Zitronen? Vor allem, wo ist denn jetzt der? Was haben wir denn? Können wir ihn anzünden? Ich weiß doch nicht. Okay, wir versuchen erstmal die Angel zu reparieren, würde ich vorschlagen. Komm her, Fran. Ich habe, was du verlangst. Ich habe, was du suchst. Mami? Bist du das, Mami? Meine geliebte Tochter. Komm näher. Ich will dich spüren. Mami, ich habe Angst. Du brauchst keine Angst zu haben. Du musst näher kommen, Fran. Ich will dich küssen. Aber du kannst nicht meine Mutter sein. Das kannst du nicht. Sie ist tot. Du musst jetzt näher kommen. Wenn du es nicht tust, kommt das große Monster. Nein, du bist nicht meine Mami. Lass mich in Ruhe. Mein Liebling. Das große Monster wird dich holen kommen. Er wird dich holen kommen. Er wird dich holen kommen. Mami, du machst mir Angst. Mami, hör auf, bitte. Oh Gott. Kätzchen hat nichts weiteres zu tun als... Konzentrieren wir uns auf die Rätsel, Fran. Mau. Ich kann dir immer helfen. Hat die Katze nichts gesehen? Okay. Gut. Schnur. Der hat Schnur. Gehen wir mal hin. Gut. Faden und Stoff, um Dinge herzustellen. Ein guter Tag für guten Stoff und Faden. Achso. Ein guter Tag für guten Stoff und Faden zu Ihren Diensten. Keine Ahnung, ob ich den beim letzten Mal so gesprochen habe. Ja, dann hier, gib mir. Und Knöpfe. Ja, und? Hm.
benutzen mit ihm? Hallo, ich habe mich gefragt, ob du etwas Faden für die Angelschnur hast. Angelschnur? Faden? Oh, ja, ja, ich habe etwas. Wollt ihr das? Ja, bitte. Wie viel macht das? Nun, ziemlich viel. Reicht das? Oh, ich meinte preislich. Ich brauche nur genug für die Angelschnur. Oh, ich vergaß, über den Preis nachzudenken. Wisst ihr, ich habe noch etwas... ich habe noch nie etwas verkauft. Der ist gut, der gefällt mir. Aber wisst ihr was? Ihr könnt es haben. Ich hoffe, es macht euch glücklich. Yay, wir kriegen was kostenlos. Geil. Oh, wow, danke. Ich hoffe, du führst bald Preise ein. Dann verkaufst du etwas. Tschüss. Ja, geil. Dann können wir die ja schon mal kombinieren mit der Schnur, mit der Angel. Faden auf der Angel. Sieht fantastisch aus. Ja, das sieht fantastisch aus. So, dann brauchst du noch einen Haken, ne? Dann gehen wir mal zu ihm. Hallo, ich bin... Achso, das haben wir schon gefragt, ne? Guten Tag, ich bin Proter und... ja, für was? Wir machen mal... Okay, tschüss. So, und jetzt gehen wir nochmal hin. Ja, tschüss. Benutzen mit ihm. Schau mal, ich habe eine Angel gefunden, aber sie ist kaputt. Kannst du mir helfen? Schauen wir mal. Wo ist der Haken? Hast du den Haken gesehen? Nun, Hu, du hast genau das Gleiche gesagt wie jemand im Krankenhaus. Oh ja, tatsächlich. Wirklich? Wer? Welches Krankenhaus? Die Oswald-Anstalt. Die Schwester, als ich den Vorhang kaputt machte. Oh. Ich habe keine Ahnung, worüber du da sprichst. Du bist seltsam. Naja, vergessen wir das. Kannst du mir bitte einen Haken für die Angel machen? Ja, tun wir das. Oh nein. Wenn du mir eine Münze gibst, gebe ich dir einen halben Haken. Wenn du mir 2 Münzen gibst, bekommst du einen ganzen, funktionierenden Haken. Ich brauche keinen halben Haken, ich brauche einen kompletten. Der komplette kostet 3 Münzen. Eine Münze für einen halben und 2 Münzen für den funktionierenden. Abgemacht? Oh Mann, du bist kompliziert. Ich bring dir deine Münzen. Tschüss. Oh nein. Warum? Gut, ich mach mal... Ja, wie... Ja, wenigstens stelle ich mal eine andere Jahreszeit hier ein. Damit es hier nicht mehr regnet. So. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn ich mit der Schnecke noch ein paar Runden Tic-Tac-Toe gespielt habe. Bis gleich. Sehr gut gemacht, kleines Wesen. Du bist ein wahrer Meister. Ja, und damit bin ich wieder zurück und wir haben... die Münzen für den völlig überteuerten Schmied. So, dann kommen wir hier rüber. Kleines Mädchen, und dann benutzen wir mal Münzen, benutzen mit mir. Hier sind deine 3 Münzen, Halsabschneider. Wunderbar, danke. Und hier ist dein Haken. Ich hoffe, er funktioniert. Das hoffe ich auch für dich. Danke, der ist perfekt. Jetzt muss ich los. Tschüss. So. Kombinieren mit Angel. Ich hab's geschafft. Juhu, jetzt müssen wir nur noch gucken, wo wir angeln gehen können. Wahrscheinlich bei den Fischen. Ne? Wir gehen mal hier hin. Benutzen mit... Oh, perfekt. Die Katze. Oh, ich habe einen Fisch gefangen. Tut mir sehr leid. Ja, das macht aber nichts. Wir haben... Streichhölzer, Feder und Fisch. Wir brauchen jetzt nur noch diese verdammten Zitronen. Dann gehen wir doch nochmal dahin und versuchen mal Mr. 9-mal klug hier. Ist der Korb im Winter auch da? Warte mal, kann ich hier... Manchmal klappen Dinge einfach nicht. Ja, jetzt aber Mr. Hüpfer nicht da. Dann versuchen wir es nochmal. Benutzen mit Korb. Kätzchen, ich werde etwas tun. Verhalte dich ganz normal. Ja, Kätzchen verhält sich komplett normal. Oh, wie süß. Oh, der Korb wird jetzt nicht mehr alle Zitronen tragen. Das ist auch nicht schlimm. Das ist der Plan. Gut, dann stimmen wir mal auf Sommer zurück. Wenn er nicht will, dann ne, müssen wir halt nachhelfen. So. Hallo. Hallo.
Hui. Oh, eine heruntergefallene Zitrone. Ich glaube, die behalte ich. Juhu, das ging ja schneller als gedacht. Juhu, dann stellen wir mal auf Winter zurück. Und versuchen mal nochmal den Berg. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Berg war. Ich glaube, hier oben, ne? Oben lang. So, dann schauen wir uns nochmal das Rezept an. Untersuchen. Moment, das muss ich mir aufschreiben, glaube ich. Also auf die 1. Was ist dieses Symbol? Kommt das Streichholz? Hoffe ich. Auf die 2. Das ist ein Strich mit einem Punkt. Kommt die Zitrone. 3 ist Strich mit 2 Punkten. Das wäre der Fisch. Und die 4 ist ein Strich mit 3 Punkten. Gut. So, die 1. Jetzt habe ich schon wieder. Seht ihr, so geht das nämlich. Wir versuchen zwar mit den Streichhölzern. Ich hoffe, das funktioniert. Benutzen mit dem hier. Das ist sehr gut. Hier, bitte sehr kleine Streichholz. Ich hoffe, das stimmt. Das hoffe ich auch. Dann, das hier war die Zitrone. So, dann auf das nächste kam der Fisch. Und auf das letzte kam die Feder. Palontras Feder lege ich genau hier hin. Und das sah gut aus. Ich rieche den Sieg. Ich rieche köstlichen Sieg. Gratuliere. Danke, ich bin bereit. Bringen wir die Steine zurück. Hehe, ja. Wir fangen mit dem Feuer an. Hallamaha, hallamaha. Hokus pokus halala. Kotrem ist erwacht. Kotrem lebt. Er wird auf der Spitze des Berges auf dich warten. Er hat meinen Hut. Er hat meinen geliebten Zaubererhut. Bring ihn mir. Ihr Hut? Ja, die Steine verstecken sich in meinem Zaubererutensilien. Darum erinnere ich mich an nichts. Ich erinnere mich nie an irgendwas. Aber jetzt erinnere ich mich. Geh auf die Spitze. Findet Kotrem. Und komm zurück, wenn du den Hut hast. Dann können wir die anderen Dinge tun. Okay, ich bringe Ihnen Ihren Hut. Alter, ernsthaft? Jetzt wieder seinen Hut? Was denn noch? Okay. Ah, wer wagt es, mich zu erwecken? Wer? Oh mein Gott, du lebst. Ich wollte nicht stören. Ich bin Fran. Fran? Ha, verstehe. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ist das jetzt der Hut oder der Berg, der mit ihr spricht? Ich frage nur für einen Freund. Nun, ich weiß nicht wirklich, was er bedeutet. Es ist einfach mein Name. Oh, okay. Meiner ist Kotrem. Willst du wissen, warum? Klar, sag es mir. Kotrem bedeutet im Himmel geboren. Ich war mal ein Stein. Und da ich im All geboren wurde, ist das alles sehr logisch. Oh wow, ich habe noch nie einen Stern persönlich getroffen. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen, Fran. Also, was führt dich her? Der große Zauberer sagte mir, ich solle den Hut holen. Wenn es dir also nichts ausmacht... Das kann ich nicht tun. Ich bin geschieden. Was? Was meinst du, geschieden? Ich brauche nur den Hut, das ist sehr wichtig. Ich kann nicht. Wenn ich dir den Hut gebe, wird das ganze Land leiden. Du musst einen anderen Weg nach Hause finden. Der König sagte mir, es gibt keinen anderen Weg. Bitte hilf mir. Ich kann nicht. Meine Frau verließ mich. Sie war die, die meine Spitze bedeckte.
Wenn ich den Hut abnehme, kann meine heiße Lava jeden töten, auch dich. Das will ich nicht. Was ist mit deiner Frau passiert? Sie entschied, dass es Zeit für sie war, ihre eigene Insel zu gründen. Also trennte sie sich von mir. Ich konnte sie nicht mal fragen, warum. Ich vermisse sie so sehr. Oh, also sie ist jetzt auf ihrer eigenen Insel? Weißt du, wo sie ist? Ich glaube, sie ist auf dem Wasser. Ansonsten würde ich ihre Präsenz spüren. Aber das tue ich nicht. Oh, meine liebe, liebe, geliebte, liebe, liebe, liebe Frau. Ich schaue, ob ich sie finden kann, ja? Dann gibst du mir den Hut. Nur wenn sie zurückkommt. Anderenfalls, du weißt, was dann passieren kann. Kann ich dir nicht etwas anderes auf den Kopf legen? Zum Beispiel einen Stein oder so? Nein. Ich mag diesen Hut. Bäh. Okay, bin gleich wieder da. Du liebe Zeit. Oh, du liebe Zeit. Okay. Die Insel war auf dem Wasser, ne? Klar war die Insel. Das war intelligent. Huch! Oh Gott. Ich weiß, dass du alleine bist. Lass mich deine Mami sein. Lass mich dich füttern. Komm auf meine Seite. Und du wirst viele neue Freunde zum Spielen haben. Oh Gott. Ich will dich nicht als meine Mami. Du siehst gruselig aus und ich mag dich nicht. Friend, Mau, mit wem sprichst du? Huch, die Frau stand, ach nichts, Kätzchen. Okay, dann leck ich weiter. Die Katze ist echt Hammer. Gut, die Insel. Huch! Nee, mit ihm haben wir hier noch gar nichts zu tun, ne? Naja. Wird schon noch. Dann gehen wir mal runter. Die Insel war hier, ne? Fragezeichen? Nee, das war nicht hier, ne? Warte kurz, stell mal auf Frühling. Wohin ging es hier? Doch, die war hier. Und zwar so. Dann ins Boot. Ich hoffe, es ist die einzige Insel, die mir einfällt. Ja. Ach, guck mal hier. Ach, du liebst. Hallo, aufwachen. Ich habe eine Nachricht für dich. Ja, hallo? Ein Bote mit einer Nachricht? Guten Tag. Ja, ich bin die Botin der Liebe. Liebe? Oh, aber du bist nicht pink. Oh, sollte ich pink sein? Ich hatte mal menschliche Haut, die war fast pink. Ha. Und hat mir die Liebesbotin etwas mitzuteilen? Ha? Ja, natürlich. Ich bin im Namen der Liebe hier, um dir deinen Ehemann zurückzubringen. Nein. Er machte mich sehr traurig. Niemand hat das Recht, mich traurig zu machen. Nun, vielleicht wollte er dir nicht wehtun. Was hat er denn getan? Er war so heiß. Und darin habe ich mich verliebt. Dann wurde er kalt und langweilig. Ich habe mich allein gefühlt. Ich habe so oft geweint. Er ließ immer eine rote Blume wachsen. Nur für mich, um mir seine Liebe zu zeigen. Aber dieses Jahr wuchs nichts. Und weißt du was? Ich bin diejenige, die ihn immer beschützt. Und ich möchte Wertschätzung. Das ist alles. Aber wenn ich diese Blume für dich finde, kommst du dann zurück? Ja, aber ich bin hoffnungslos. Außerdem regiere ich jetzt über meine eigene Insel. Ich schau mal, ob ich die rote Blume finden kann. Weißt du, wo sie wächst? Immer am unteren Ende. Sie unterscheidet sich sehr von allen anderen Blumen. Ganz unten von was? Von meinem Mann natürlich. Von meinem Mann natürlich. Bringen Sie mir und ich kehre zu ihm zurück. Ja,
zufällig habe ich da schon was gefunden. Guck mal hinter. Ey, voll die geile Blume. Ich habe sie gefunden. Schau, die rote Blume. Oh, vielen Dank. Sie ist so schön. Du bist wirklich eine tolle Liebesbotin. Danke, wir sollten wirklich sofort zurück zu deinem Mann. Er vermisst dich wirklich sehr. Wir sehen uns dort im Winter. Oh Gott. Bitz, plumps. Oh Gott. Blub. Ja, sehr tief kann das Wasser nicht sein. Ich glaube nicht, dass sie schwimmen kann. Sie ist weg. Okay. Sie geht unten lang. Wisst ihr? Gut, dann können wir jetzt zurück. Läuft ja wie geschmiert heute bei uns. Was ist los? So. Im Winter. Hey, ist das richtig hier? Ja, hier hoch.